Willkommen zurück zu Mario Maker. Zuschauerlevel gibt's heute mal wieder Aqua Magica von Retroprinz. Macht den Anfang. Sieht interessant aus, oder? Was der Stern wohl zu bedeuten hat? Sieht ein bisschen aus wie ein Super Mario 64 Stern. Rein ins, wie heißt das Wasserlevel da? Atlantis Aquaria. So ähnlich. Aha. Wupsi, die kommen sogar wieder. Wird man ja jetzt unter Wasser nicht unbedingt mit rechnen, aber ist halt Mario. Was ist das? Darf ich hier kleine Schweinchen einsammeln? Hoppla. Da unten ist ein Pilz, aber ich traue mich nicht wirklich an den ran. Naja, gucken wir mal, ob ich ihn überhaupt brauche. Ach so. Dann ist er wohl hierfür. Ja, dann brauche ich ihn wohl. Uah, mein Zopf. Was hätte ich denn da machen können? Krieg ich jetzt überhaupt nochmal eine Chance? Weil das ist ja random, dass da ein Pilz rauskommt, oder? Oh oh. Pilzi? Da ist nochmal einer. Ich mache mir nur keine großen Hoffnungen. Das ist ein heftiger Anfang, ey. Okay, probieren wir es nochmal direkt. Ohne, dass ich durch die Tür gehe. Aber die ist ja schon so eine Art Reset, falls es nicht funktioniert. Oh no, oh no! Ich verstecke mich einfach hier, ja? Keine gute Idee. Diesmal habe ich aber auch gar keinen Pilz gekriegt. Ich gucke mir das lieber mal von hier unten aus an. Boah, wenn das jetzt ein Pilz geworden wäre, ne? Hätte ich mich drüber gefreut. Da ist einer. Ufski. An den komme ich noch nie im Leben ran. Wie soll ich das anstellen? Durch die ganzen Oh no! Manchmal sieht man wirklich nicht, was trifft denn jetzt hier den Block und was nicht, ne? Das ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein! Überhaupt nicht eindeutig. Why? Hätte man das nicht irgendwie anders aufbauen können, dass man da, wenn wenigstens mal ein Pilz rauskommt, man da ein bisschen leichter rankommt? Oder man soll halt die Wand hier dazu benutzen. Ja, dass man hier quasi alles öffnen lässt und dann hofft, dass der Pilz einfach rausläuft. Ich glaube, das machen wir jetzt. Oh. Warte, ist das gar nicht... Ja, ist das gar nicht, was ich hier hätte machen sollen? Es geht... Hier geht es um was ganz anderes, oder? Da ist dieser P-Switch. Und der Kamek hier unten muss den Swamp befreien. Ja. Gut, da oben wäre schon mal wieder ein Pilz. Theoretisch kann ich auch den benutzen. So. Und wenn ich jetzt nach unten gehe und ausnahmsweise nicht gesniped werde... Warte, was ist denn jetzt passiert? Ist der Swamp über den... Der Swamp ist an dem P-Switch vorbei. Wie viel Pech muss man denn haben, damit das passiert? Und vor allem kann ich das jetzt auch nicht mehr korrigieren. Kriege ich hier vielleicht auch noch einen Pilz? Kann ich einen Pilz haben, please? Ich bin gerade am Überlegen, ob mir irgendwas anderes noch was hilft, aber nee, ne? Wenn ich... Okay. Wenn ich ungefähr hier stehe... Ja, toll, da unten ist jetzt ein... Ey, das ist ja wohl wirklich unfassbar random, ne? Lass mich vorbei, Mann. Ich hab doch nicht ewig Zeit. Soll ich jetzt sicherheitshalber schon mal nach unten gehen, falls der P-Switch da wieder reinklippt? Jetzt ist er einfach weg. Jetzt ist er weg. Pilzi? Pilzi? Kommt sowieso wieder nur ein Goomba raus, der mich verfolgt. Weißt du, wenn die da unten aufmachen würden, hier diesen Block, dann hätte ich ja eine Chance, dass da der Pilz rausläuft. Dafür müsste aber überhaupt einer da sein. Ist aber nicht. Mal angenommen, ich setze... Ist das hier zum Zurücksetzen, damit das hier richtig funktioniert? Ich habe es wieder geschafft, den P-Switch rauf. Also gut, ich glaube, ich habe jetzt die Strats. Ja, ich lasse Kamek das da unten öffnen. Was da oben passiert, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Sondern ich öffne einfach nur das hier und lasse den Swamp im richtigen Moment runter crashen. No! Und dann bin ich durch.
Bin ich tatsächlich durch. Wer hätte das noch erwartet in diesem Leben? So, darf ich hier nicht getroffen werden. Werde ich aber wahrscheinlich, weil... Jetzt bin ich ja nicht mehr sicher, weil ich groß bin. Ah! Swampenboy? Ey, wieso passt das immer genau, dass das passiert? Ich fass es nicht. Wie kann das so perfekt aufeinander abgestimmt sein? Okay, ich verkürze, ich verlangsame. Das... Okay, irgendwas schnalle ich hier nicht, oder? Im Ernst, das kann doch nicht so gewollt sein. Das kann nicht. Unten durch ist auch Quatsch. Und jetzt sind die so außer Sync, dass ich halt wirklich mich frage, wie ich jetzt noch an denen vorbeikomme. Okay, wir sind weiter. Was passiert hier? Ich verstehe. Okay. Wieso dreht der Knödel jetzt darum? Und wer öffnet mir das hier? Du? Ey, wenn ich jetzt hier durchgehe und am Ende brauche ich diese Blume noch, ne? Dann... Ich muss aufpassen, dass mir das nicht auf den Kopf fällt, was der jetzt da hinschießt. Aber ich muss dahin, sonst macht der immer das Falsche auf. Ja, genau, das kann ich gebrauchen. Danke. So, jetzt wird es hier gleich ein bisschen voll. Kann ich hier vielleicht nochmal die spawnen? Oder ich nehme hier den Buzzy Beetle und schieße alles weg. Am besten nicht mich auch noch. So, pass auf. Na! Dazu diese gelassene Unterwassermusik. Ne? Es gibt nichts, was einen aggressiver macht als gelassene Unterwassermusik. Kriege ich die etwa? Gut, dann habe ich mir wahrscheinlich zu viel Stress gemacht. Einen Stern könnte man theoretisch auch noch mitnehmen. What? Ey, das Level... Was ist das Level? Was will das? Mich absolut vernichten? Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel, da war das Ziel. Help! Nein! Okay, pass auf. Oh, ist das knapp, du! Wieso ist es denn jetzt wieder da? Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme es einfach. Ich nehme das. Puh. Curse in the Nightshade, Silent Moons 4K Hearts Special. Er geifert schon danach, dass ich das endlich mal zeige. Also gucken wir es uns an. Der Fluch im Nachtschatten. Nachtschattengewächse. Vielleicht ist er ja selber ein kleines Nachtschattengewächs. Und hält sich lieber im Dunkeln auf. Okay, wer ist hier begraben worden? Steigen wir einmal in das Grab hinab. Knochenzombies. Wenn ich jetzt hier springe, ist da ein unsichtbarer Block? Nein, oder? Der wohnt hier einfach nur. Okay. Sicher, dass da nichts ist? Ich hätte ihn halt zur ewigen Ruhe gebettet. Endgültig. Ist ja nicht cool, wenn man in so einem Grab liegt und nichts zu tun hat den ganzen Tag. Ah, lass mich da mal ein bisschen mehr Schwung nehmen. Jepski? Ich habe nicht genau erkannt, was das ist. Eine Art Haus? Guck mal einer an. Sehr interessant. Was bräuchte ich denn, damit das hier funktioniert? Also ich bräuchte den Helm von da drüben. Ein in sich geschlossenes Paradoxon. Das ist so eine Art Haus, oder? Vielleicht das des Friedhofswärters. Es ist cool, ne? Wie die Geister aus dem Boden krabbeln. Wie die Zombies. So, das ist Ort Nummer 3. Wo wieder nichts ist? So langsam habe ich das Gefühl, man könnte einfach durchlatschen durch das ganze Level. Was hätte ich denn davon?
Sieht ein bisschen zu hart aus, da ranzukommen. Wer hat eigentlich diese Dornen hier verteilt? Ich möchte direkt mit dem Wärter sprechen. Aber der scheint ja nicht zu Hause zu sein. Da ist ein Pau. Stachelabgrund. Ich hätte ja Lust, da reinzuspringen, ne? Guck mal hier noch rein. Was geht denn da ab? Guck mal, da brauchen wir einen Schlüssel. Platforming Action? Als ob. Okay, ich probier's jetzt mal. Nein? Wofür sind denn da diese Untergrundbereiche? Löl. Das heißt, ich brauche schon den. Wow, den Helm, damit ich die killen kann. Nur, ich habe nicht gesehen, wie ich an den Helm rankomme. Wo bin ich denn nun? Ich hab Angst, dass wenn ich hier durchrenne, irgendwo so ein Maulwurf von unten nach oben kommt und mich zerlegt. Ja, das macht ja alles keinen Sinn, oder? Solange ich den Helm nicht habe. Genau. Brauche ich hier gar nichts probieren. Genau so einer. Hier war ich. Das ist der Ort, wo ich vorher war. Vielleicht sollte ich da einfach nochmal zurück. Und gucken, wie man denn jetzt an diesen Helm rankommt. Wer hat denn hier sein Häuschen hingebaut? Wohnt hier etwa Silent Moon himself? Ah, da drüben ist was. Ein beherzter Sprung. Yippie! Vielleicht nicht ganz so beherzt. Really? Gucken wir erstmal in die Tür rein. Ja? Ja doch, oder? Solange es vorwärts geht. Ist das immer gut. Schwebende Hochhäuser. Wie verwirrend. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay. Da oben ist ein Checkpoint. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt! Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt habe ich endlich ein wichtiges Item gefunden. Die Powerbombe. Bingo. Ich dachte schon, ich hätte mich für immer auf diesem Friedhof verlaufen. Ich meine, Friedhöfe an sich, ne? Kann man durchaus ertragen. Aber wenn man sich verläuft nachts und nicht mehr rausfindet, das ist halt schon ein bisschen gruseliger. Pilzi? Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich mich... Nein. Ausnahmsweise habe ich mich mal nicht gesoftlockt. Das ist schon mal ein Erfolg. Mit dem Pilz. Komme ich denn mit dem jetzt eigentlich an den Stachelhelm ran? Ich meine, wahrscheinlich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ich wüsste, wo der war. Der war irgendwie, ich glaube, das war der zweite oder dritte Zugang. Nicht wahr? Ach, ich brauche das Paar nochmal. Dann hätte ich vielleicht lieber den Pilz hinterher eingesammelt, damit ich jetzt nicht so fett bin. Ja, damit. So. Schon mal aufräumen. Als ob das zu nah ist, damit das da rauskommt. Ist ja richtig schüchtern. Die! Okay, dann will ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Obwohl, wo soll ich vorsichtig sein, ne? Soll ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen, den ich gekommen bin? Das kann es ja wohl auch nicht verlangen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter hier rüberspringen und hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Why, Bro? War es wenigstens die Röhre? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich bin durch mindestens 5. Okay, das ist safe, ne? Da kann man relativ safe runterspringen. Vielleicht hat man dann das Pech, dass man direkt in dem Knochentrocken landet oder vor dem Knochentrocken.
Nein, das war's nicht. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, auf welcher Ebene ich bin. Bin ich auf der Ebene mit dem Ziel oder auf der anderen? Weil ich komplett die Orientierung verloren habe, dadurch, dass man so oft durch die Röhren gegangen ist. Nope. Hätte ich vielleicht doch lieber den anderen Weg? Nein, nein, nein. Ich bin da hingekommen, bevor ich das hier gesehen habe. Dang it! Ich habe den Helm auf jeden Fall vorher gefunden gehabt, bevor ich ihn hier auf der Oberwelt gesehen habe. Weil jetzt laufe ich ja nur zurück zum Checkpoint. Wo war denn dann diese Röhre? Wo war die bloß? Ich springe jetzt nochmal hier rüber, weil da war ich noch nicht. Da ist ein Bäumchen. Okay. Da! Oh, das war's, ne? Halleluja. Okay. Finally! Jetzt kann ich damit an... Kommt da was raus? Ach so, damit man es einfacher hat. Ja. Sonst müsste man sich ja umbringen. Das heißt, jetzt kann ich endlich anfangen, hier Rampage zu machen. Und die ganzen Knochen trocken zu killen. Please, ey. Ich wünsche mir nur, dass ich nicht in den Abgrund falle. Haha. Weg mit den Typen. Dann treffen sie mich schon später nicht mehr. Puh, muss man jetzt aber alles am Stück schaffen, ne? Wenn ich einmal abstürze, dann beginnt der Spaß von neuem. Also gut. Beziehungsweise, die kommen ja sogar zurück. Es ist schlimm, wenn ich die Grabkreuze kaputt mache. Im Prinzip schon, oder? Im Prinzip ist das nicht erlaubt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel Schlüssel ich am Ende haben muss. Aber ich sammle einfach mal alle ein. Aha. Das waren, glaube ich, 4. Die Sache ist halt, ne, wenn man 2 Ebenen hat, dann kann man, glaube ich, maximal 8 Schlüssel haben. So, ich bin ein bisschen langsamer unterwegs, weil ich sehr ungern diesen Helm verlieren würde. Hauptsächlich deswegen, weil ich schon wieder vergessen hätte, wo ich ihn her hatte. Nein, Spaß. Diesmal habe ich es mir gemerkt. So, gehen wir hier noch rein. Bingo. Den letzten habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Komme ich auch vorläufig nicht dazu. Kommt man von hier aus irgendwie bequem darüber? Schon, oder? Sieh mal alle an. Man hätte sich's eigentlich nur merken müssen, dass das da war. Wie so oft. Danke fürs Mitmachen. Soll ich jetzt schon mal probieren, wie weit ich komme in diesem Turm, oder soll ich es mir erst nochmal angucken? Probieren wir es mal. Aber ich bin mir sicher, es fehlt noch der letzte Schlüssel. Oder vielleicht auch nicht. Wo komme ich denn jetzt raus? Ja, doch. Definitiv fehlen hier noch Schlüssel. Das ist aber auch verzwickt aufgebaut, Mensch. Beziehungsweise im Prinzip ist es einfach nur der ganz normale Mario Maker-Wahnsinn. Aber im Kontrast zu Wonder, ne, wo die Level so, ja, fast schon leer sind, wo du eigentlich gar nichts machen musst, ist Mario Maker halt Wahnsinn. Sogar relativ entspannte Level wie das hier. Wow. Ich nehme das entspannt zurück. Jetzt habe ich noch 2 Keys. Ist das jetzt endgültig genug? Weil hier drüben war doch nur noch der Weg. Der Weg ins Off. Wieso geht denn das jetzt noch so lang weiter? Das hatte ich nicht so in Erinnerung. Ja, ganz toll. Ja, okay, hier hinten war nichts mehr. Dann geht's jetzt zurück in das Hochhaus, das inmitten des Friedhofs steht. Fragt nicht, wer das da hingebaut hat. Ah, ich hab's gewusst, ne? Man kann hier nicht durchrennen. Man wird garantiert von irgendwas wegschnabuliert. So ist das. Diese Buhus, die aus dem Boden kommen, sind tödlich. No, please, nein! Lass mich!
Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann gebe ich auf. Das Level ist so ewig lang, ey. Reicht es? Jetzt reicht's aber auch, oder? Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Schlüsseltüren. Ah, hab's geschafft. Kann man hier noch sterben? Guck mal. Ob ich es hinkriege, hier noch zu sterben. Sieht aber nicht so aus. Hier ist noch ein Bäumchen. Hübschikopter. Speede die ganze Zeit auf dem Twomp und weiche Gefahren aus. Klingt nach einem Kaizo-Level. Sieht auch ein bisschen danach aus, oder? Schauen wir mal. Und natürlich hat er eine Zielbedingung reingepackt, damit man auch bloß keinen Checkpoint hat. Ede! Ah, Ede ist meine Nemesis, ich sag's euch. Gut, immerhin. Der Anfang sieht relativ freundlich aus. Da ist nur ein Swamp. Ist hier Yoshi? Kein Yoshi? Yoshi! hoppla, da wäre ich fast daneben gesprungen. Uah! Ey, wie sich das Spiel einfach unfassbar komisch anfühlt, ne? Nachdem man Wonder gewöhnt ist. Das ist... So, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ist das diese Richtung gedacht, damit da unten was explodiert? Hallöchen! Eng! Bisher ist mein Elevator-Thwomp sehr nett. Oh no! Wieso, ey? Weißt du, selbst wenn man es weiß, ist das Timing, mit dem die ihren Fallschirm aktivieren, einfach nur schissel die Bissel. Nein. Zweimal falle ich lieber nicht drauf rein. Oh Gott! So weit, so gut. Jetzt fange ich so langsam an, nicht mehr zu erkennen, was vor mir liegt. Da ist Yoshi. Oh. Na! So machen wir das, oder? Wir schlecken den da raus, aktivieren den Schalter. Und freuen uns darüber, was passiert. Ich muss hier aber trotzdem raus, oder? Und der Swamp? Nein! Als ob da oben Spikes sind. Wie happy ich einfach immer bin, Schalter aktivieren zu dürfen, ne? Ein bisschen zu happy. Oh nein, war das zu früh? Oh. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Okay, aber der kommt ja nochmal zurück. Also. Und theoretisch brauche ich den auch nicht mehr? Nein! Ede! Warum? König EDD. So, ich muss die beide runterlassen, ne? Sonst komme ich nicht an dem Bumper vorbei. Wissen ist Macht. Ist das etwa das Ende? Huh! Ja, dann ging es ja noch. Schöne Abschnittslänge. Gut, das war's mit diesem wilden Ritt. Hat trotz allem Spaß gemacht, oder? Auch mit einigen Schwierigkeiten. Vielen Dank für eure Level und bis zum nächsten Mal. Ciao!